Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter und beende auch mit diesem Video meine Berichterstattung vom Superbad Chess Classic in Bukarest, der ersten Etappe der Grand Chess Tour. Neunte und letzte Runde und wir schauen nochmal, was hat der Weltmeister gemacht. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, wenn ich sage Weltmeister, meine ich nicht Magnus Carlsen, sondern Ding Liren. Zumindest für die nächsten zwei Jahre. Anderthalb Jahre erstmal. Ende 2024 ist die nächste WM. Wer weiß, ob er dann noch Weltmeister ist. So, letzte Runde. Er bekam es zu tun mit dem Lokalmatador Bogdan Daniel Deák, der bis dahin natürlich keine Bäume ausgerissen hatte. Mit 2700 Elo natürlich ein sehr starker Spieler, Nummer 38 der Welt und ist erst 21 Jahre alt. Aber natürlich in diesem absoluten Weltklassefeld war es für ihn natürlich sehr, sehr schwierig standzuhalten. Er schaffte allerdings bis hierhin einige Remis und war jetzt mit Weiß hier gegen Ding, zumal Ding vorher nicht so gut gespielt hatte, nicht unbedingt der Underdog. Am Ende des Videos schauen wir uns natürlich die Tabelle an, die Ergebnisse in der neunten Runde und wer das Turnier gewonnen hat. Einer von diesen beiden war es nicht, das wissen wir aber, weil die natürlich am Tabellenende waren. So, gehen wir mal direkt rein. Bogdan Daniel Deák, der schon mit 14 Jahren Großmeister war, sehr, sehr früh, spielt hier D4, also ein Wunderkind. Eines von diesen vielen Wunderkindern im Schach, wimmelt nur so. Springer F6, C4, E6, Springer F3, B6, damenindische Verteidigung. Nicht Damengambit ausnahmsweise mal, sondern B6, damenindisch. G3, die Hauptvariante, bereitet hier das Fianchetto vor. Läufer A6. Sieht komisch aus, aber attackiert den Bauern C4, beschäftigt Weiß und fragt hier, ja, wie willst du den Bauern decken? Weiß deckt den mit C2. Dame C2. C5, attackiert das Zentrum. D5. Eine sehr interessante Idee in der damenindischen Verteidigung. Das gibt es in vielen Variationen, dieses Bauernopfer hier auf D5. E schlicht D5, C schlicht D5. So, Schwarz darf natürlich nicht sofort Springer schlicht D5 spielen, wie ein Anfänger, wegen Dame E4 Schach. Und dann ist hier eine Puppe weg. Springer E7, Dame 8 kostet den ganzen Turm. Oder halt den Springer hier. Ding spielt der Läufer B7, das ist alles Theorie. Theorie heißt, ja, steht in Lehrbüchern, ne? Wissenschaftlich erforscht. Läufer B7. Hier darf man nicht E4 spielen unbedingt. Sieht auf den ersten Blick gut aus, aber hier gibt es Dame E7. Und der Bauer E4 ist gefesselt und es droht auch Läufer schlicht D5 oder Springer D5. Hier gewinnt Schwarz auf jeden Fall einen Bauern. In einer besseren Version als in der Partie. In der Partie geschah Läufer G2. Das ist hier auch der Theoriezug, wurde sehr häufig gespielt. Springer schlicht D5, Rochade, Läufer E7, Turm D1. Springer C6, guter Zug. Turm D5 verbietet sich jetzt wegen Springer B4. Schwarz gewinnt hier Material. Und irgendwo hier fiel mir auf so, das hast du doch schon mal alles gesehen. Und ja, Anfang des Jahres in Weikernsee, Partie zwischen Anish Giri und Magnus Carlsen. Habe ich hier auf dem Kanal analysiert. Ich wusste doch, mein Gedächtnis, na, ist nicht ein Sieb. Ich kann mich an einige Sachen erinnern. Und da ging es auch weiter mit Dame F5 hier. Das wurde auch schon häufig gespielt hier. Greift den Springer an mit der Dame. Droht jetzt zu schlagen. Springer F6 zurück. E4. Und hier sehen wir, warum Weiß Kompensation hat in dieser ganzen Variante, in dieser ganzen Opfervariante mit D5. Der Turm steht sehr aktiv auf der D-Linie, macht Druck gegen D7 und dieser Bauer hier auf D7 ist rückständig. Carlsen spielte gegen Giri in Weikernsee D6. Der Zug ist nicht schlecht, aber nach E5 hat Weiß hier nicht nur Kompensation, schon eine schöne Initiative. Giri gewann die Partie damals auch gegen Carlsen. Besser ist hier G6 und das spielt hier Ding Liren. Wahrscheinlich war Carlsen damals in Weikernsee in einer der seltenen Situationen, in denen wir erlebt haben, wo er sich nicht an die besten Züge erinnern konnte. Weil das ist ja alles schon gespielt worden. So, G6 ist besser. Dame F4. Rochade. Und man lässt jetzt dieses E5 zu. Das sieht natürlich nett aus für Weiß hier. Greift den Springer an. Springer A5. Greift die Dame an.
Dame C4 zur Seite. Und jetzt dachte Ding das erste Mal länger nach. 20 Minuten. Bis hierhin spielt er relativ fix. Hier gibt es auch einige Möglichkeiten, weil hier wurde schon einiges gespielt. D5 ist schon in der Praxis vorgekommen. Springer G7 mit der Idee Springer E6 und dann am Ende hier das schwache Feld D4. Schön reinhüpfen mit dem Springer. Er spielt aber Dame C7. Das ist auch schon gespielt worden, aber eher selten. Greift hier den Bauern E5 an. Eieieiei, so. Was macht Deak? Er spielt Läufer A6. Greift den Turm an. Springer A5. Sehr guter Zwischenzug. Greift die Dame an. Dame E2 zurück. Turm E8. Bis hierhin spielen beide fehlerfrei. Fehlerlos. Gute Partie. Springer C3. Weiter geht's. Auch Deak spielt relativ schnell. Denkt kaum mal mehr als ein paar Minütchen nach für den Zug. Turm AD8. Weiß hat seine Türme zentralisiert, seine Figuren. Nur die Springer, die stehen natürlich nicht so doll am Rand. Da muss man wieder dafür sorgen, dass sie wieder zum Zentrum kommen. Die hat man natürlich dahin gezogen, damit sie irgendwelche Figuren angreifen, aber ewig können die nicht da stehen bleiben. Schwarz würde gerne seinen rückständigen Bauern hier, diesen D7, mal nach D5 spielen oder D6, um ihn aufzulösen. So, hier ist der erste Moment, wo ich einen besseren Zug finde, laut Stockfisch, Turm AC1. Turm ins Spiel bringen, gegenüber die Dame stellen und B4 ist hier in der Pipeline. Na, mit Abzugsmotiven hier, wenn hier die C-Linie geöffnet wird. Ich mache sie mal blau. Okay, stattdessen Springer D5. Greift die Dame an. Ding reagiert richtig, Läufer D5. Turm D5. Und all das hat es schon mal gegeben in einer Partie zwischen zwei Großmeistern bei der Olympiade in Tromsø 2014. Damals spielte der indische Spieler Setu, nee, der Argentinier Mareco spielte Springer C6. Sofort den Springer zurückgebracht. Greift B4 ist eine Idee. Aber generell ist Springer C6 sowieso, was wir auch bei Ding gleich sehen werden. Das ist ein normaler Zug. Ding spielt hier Springer G7 zuerst. Bringt erstmal den anderen Springer ins Spiel zurück mit Springer E6 Ideen. Turm AD1, das ist alles sehr, sehr logisch. Verdoppelt die Türme auf der D-Linie. Springer E6. Seht ihr? Springer nicht lange am Rand stehen lassen, zurückbringen. Der Springer steht jetzt hier deutlich besser als. Na, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwie das Brett gedreht, ohne zu wissen, mit welchem Tastaturkürzel. Ich wollte eigentlich grün machen, den Springer. Besser als hier am Rand. So. A3, B4 ist eine interessante Idee, am Damenflügel vorzugehen. Aber Deak spielt am Königsflügel. H4. Auch okay. Springer C6. Ding bringt den zweiten Springer auch zurück. So, jetzt muss man aufpassen hier. Springer ED4 kommt langsam in Betracht. Oder Springer CD4. Springer B4 hier mit Angriff auf Turm. Deswegen stehen die Springer im Zentrum natürlich besser. Hier hätte Weiß damit C4 spielen sollen. Bester Zug. Springer B4. Turm zurück nach D2. D6. Schlagen, schlagen. Schlagen, schlagen. Am Ende hat Weiß das Läuferpaar als Kompensation. Springer G5 hier, Springer G5, Läufer G5 und er kann mit dem Läuferpaar hier noch ein bisschen etwas erst hoffen. Das gibt ihm halt Kompensation für den Minusbauern. Und der Springer steht jetzt auf, ja, der müsste eigentlich auf D4 stehen, ne? Nicht auf B4. Man muss ja auch auf A3 aufpassen, ne? Springer C6, Dame B5, solche Geschichten hier. Das könnte auch noch drohen. Also Weiß hat hier schöne Kompensation eigentlich. Also Dame C4 wäre gut gewesen hier. Es geht auch darum, hier auf der C-Linie, ne, so ein bestimmtes Motiv, wenn der Springer nach D4 reinkommt, schlagen, schlagen und dann schlagen. Und Schwarz darf nicht mit dem C-Bauern schlagen, weil die schwarze Dame dann auf C7 hängt. Das ist ja auch ein wichtiges taktisches Motiv. Stattdessen spielte Deak H5. Greift hier weiter an, aber das bringt nicht so viel. Gibt Schwarz die Zeit jetzt mit D6. Seinen schwachen Bauern auf D7 loszuwerden und vor allen Dingen gegen den E-Bauern zu tauschen. E schlägt D6, Deak ist jetzt ein bisschen kooperativ, tauscht selbst ab, anstatt die Spannung zu halten. Hätte er machen können mit Läufer H3 hier. Aber gut, ED6, Läufer D6, Dame C4. Die Dame muss weg aus der E-Linie, ne? Es droht hier sowas wie Springer E4 wahrscheinlich oder Springer F4. Na, Springer F4 droht hier sehr stark.
Dame C4. Springer E7. Starker Zug von Ding nach 10 Minuten gespielt, der eigentlich relativ schnell spielte. Turm zurück nach D3. Springer F5. Vertreibt jetzt den Läufer hier. Läufer C1 zurück. Und Schwarz hat immer mehr alles unter Kontrolle hier. Konsolidiert seinen Mehrbauern. Und für Weiß wird es immer schwieriger, hier Kompensation nachzuweisen. Springer ED4. Super logisch. Ab ins Zentrum. Springer D4, Springer D4. Der Springer steht hier top. Weiß kann hier noch Läufer G5. Kann hier Läufer G5 aber sehr gut spielen. Ne? Den Turm angreifen. Turm zur Seite. Und jetzt A4 hier. Der Vorteil hält sich in Grenzen für Schwarz. Er hat für mehr Bauern, aber immer bedenken, die Läufer sind sehr, sehr stark in dieser offenen Stellung. Und Weiß könnte versuchen, hier mit A5 anzugreifen, B4 hier Schwächen schaffen. Es ist hier nicht chancenlos. Stattdessen sofort A4, ohne dieses Läufer G5. Dame D7. Geht aus der C-Linie raus. Es gab immer dieses Motiv mit Turm D4 in vielen Varianten. Hier natürlich nicht, solange der Läufer die Dame deckt. Aber trotzdem, Dame D7 sehr stark, orientiert sich auch Richtung Königsflügel. Läufer E3, Läufer E5. HG6, das gefällt der Engine nicht, finde ich aber sehr natürlich, wenn ich ehrlich bin, hier zu tauschen. H6 ist besser, um hier Schwächen zu schaffen und den Bauern H7 zu fixieren. Und der König kann nicht nach G7. Ist auf jeden Fall besser, aber gut, ich verstehe, warum er genommen hat. HG6, HG6, König F1. Warum macht der König F1? Ja, er will aus diesen ganzen Schachs rausgehen. Ne? König F1. König G7, A5, Dame F5. Und hier hat Schwarz schon wirklich die Kontrolle übernommen, steht klar besser. Wahrscheinlich sollte man jetzt hier einmal nehmen, Dame C1 spielen, eventuell mal Schach geben, eventuell B4 hier, ohne von B5 gestört zu werden. Überhaupt die Dame auf C4 könnte immer wieder in B5 reinlaufen, in bestimmten Situationen. Aber das ist auch nicht auch ein Computerzug, Dame C1. Finde ich jetzt nicht so offensichtlich. Derk spielte aber... Okay, er hatte Angst vor Läufer G3 hier. Wobei das gerade nicht droht wegen Läufer D4 Schach. Und Turm schlicht G3. Also das droht eigentlich gar nicht. Oder doch? Es droht ein bisschen Läufer G3, Läufer D4 Schach, Turm D4 und dann droht hier Matt. Interessant. Ich mache mal AB6, Läufer G3. Na doch, Läufer G3 droht hier ein bisschen. Also ich verstehe schon, warum er Läufer C1 gemacht hat. Ich verstehe nicht, warum die Engine hier damit C1 vorschlägt. Läufer schlägt G3. Ja, jetzt Läufer D4. Turm D4, Turm G3. Jetzt ist der Turm gedeckt. Deswegen. Ja, Dame C1 ist ein sehr subtiler Zug, muss man sagen. Läufer schlägt G3 ist hier eine Drohung und der zieht einfach den Läufer wieder weg. Ja, aus Engine-Sicht nicht gut. Aber natürlich aus menschlicher Sicht nachvollziehbar. Es gab hier auch einen konkreten Grund, warum Läufer C1 schlecht ist, nämlich B5. Und Dame C5 verliert wegen Turm C8. Und hier gibt es ein Motiv mit Dame D3, wenn die Dame irgendwie nach D5 geht. Dame D3, Turm D3, Turm C1, matt, weil der Springer das Fluchtfeld hier deckt. Deswegen Dame A3, Turm C1, Turm C1 und hier B4. Und Weiß verliert hier Material, ne? Weil die Dame den Turm nicht mehr decken kann. Also B5 war hier richtig stark, plötzlich. Stattdessen Turm A8, geht auf die offene H-Linie. AB6, AB6. Okay, hier ist die Stellung schon verloren, deswegen will ich gar nicht groß Alternativen zeigen. F4 spielt Deak, weil natürlich dieses Läufer G3 jetzt immer latent droht. In vielen Varianten. B5 droht auch hier, ne, vor allen Dingen. Ne? F4, Turm A2, sehr stark. Der F-Bau ist gefesselt, kann er eh nicht nehmen auf E5. Turm 3, H2. Hier ist sehr stark Dame G4 mit der Idee Turm schlicht G2 und der Turm kann ich nehmen wegen Dame D1. Und wenn der König nimmt, kommt Dame F3 Schach, König G1, Turm A8 und dann Turm A1 Matt hier. Ne? Also Turm schlicht G2 ist eine sehr, sehr starke Drohung. Dame G3 droht auch. Deswegen kann man nicht auf E5 nehmen, auch wegen Turm G2 hier. Stattdessen Turm A8. Auch sehr logisch.
Läufer Dame D5, Läufer F6, Dame F5, Springer F5, droht hier, droht da, alle möglichen Gabeln, Turm D3 deckt das alles, C4, Turm A3 und jetzt ganz stark B4, droht B5, droht B4, was will man hier machen, man hat keine Züge mehr, G4, greift den Springer an, Turm A1, schöner Zug hier, verdient ein Rufzeichen, habe ich vergessen reinzuballern. Läufer 1, Turm 1. König E2, einziger Zug. Springer D4 Schach, auch gut. Turm D4, muss er machen. Auf König D2 kommt Turm H2. Und das ist matt, oder? König E3, Turm hierhin, ist matt. Und wenn er dahin geht, müsste er auch matt sein, oder? Ne, dann läuft er nach B4 raus. Ach so, Läufer E7. Nee. Nee, wo ist denn das matt? Ach, Springer C2 hier. Schach. Das ist matt. Ah, Turm D4, Läufer D4, ja. Okay, das war alles matt hier. Deswegen musste Weiß hier nehmen. Turm D4, Läufer D4. Jetzt ist der Läufer angegriffen. Der kann nicht weg, wegen Läufer B2. Also Turm A1. Traurig die Stellung. B4. Weiß spielt noch ein paar Züge hier, König F3, Turm E1, F5, G5 und hier gab Weiß auf. Er ist in einer Art Zugzwang, der Läufer kann nicht ziehen. Ist gefesselt. König kann nur hier oder da, bringt nichts und dementsprechend ist er hier eigentlich komplett verloren. Naja, wenn der König zieht, kommt Läufer E3 auch, ne? Mindestens hier, oder? Ja, sowas hier. Gibt sich Gewinnwege. Ja, für Ding Liren nochmal ein schöner abschließender Sieg beim Super Bad Chess Classic in Bukarest. Hat er das komplette Fiasko vermieden. Schauen wir mal auf die Tabelle. War natürlich kein gutes Turnier für den Weltmeister. Immerhin hat er jetzt gewonnen gegen Deak. Genau wie Jan Nepomniachtchi, der gegen Deak gewonnen hat. Hier, ihr seht es, Ding mit 4 Punkten, 8. Platz. Nepo 9. Platz, das Turnier hat gewonnen Fabiano Caruana mit 5,5 aus 9. Es war natürlich ein sehr enges Turnier. Ihr seht es, wenig Siege bei so einem klassischen Turnier auf so einem Niveau mit Zeitgut. Ihr seht hier den Unterschied mit Zeitgutschrift, ne? Ohne Zeitgutschrift bei der WM. Das macht schon Unterschied aus. Es gibt wenig entschiedene Partien unter den Topspielern. Deak ist derjenige da unten, der dreimal verloren hat, aber auch er hat sechsmal Remis gespielt, natürlich. Letzte Runde waren alle Partien Remis, außer diese, die ich euch gerade gezeigt habe. Es geht weiter mit der Grand Chess Tour. Einige Tage schon. In einigen Tagen spielen sie schon in Polen. Allerdings Rapid und Blitz, Superbad Chess, Rapid und Blitz. Ich weiß nicht, ob das gleiche Feld ist. Ich weiß nur, dass Giri auf jeden Fall dabei ist. Bei den anderen müsste ich nachrecherchieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil auch da mitspielen wird. Rapid und Blitz geht ein paar Tagen weiter. Wir schauen mal noch kurz auf die Live-Rating-List, Weltrangliste. Ihr seht es nach Carlsen hier, Ferruccia Nummer 2, Ding und Nepo, ordentlich Punkte eingestellt hier. Nakamura hat ja nicht gespielt hier und Caruana 9 Punkte gut gemacht, hat einen Platz gut gemacht hier in der Weltrangliste von Platz 7 auf Platz 6, hat mit Giri getauscht, obwohl Giri auch ein paar Punkte gut gemacht hat. Genau wie Wesley So, der allerdings ziemlich langweiliges Schach gespielt hat insgesamt, muss ich sagen. So voll Safety First. Na, wie auch immer. Das war's. Bleibt mir gewogen. Und das war meine Berichterstattung vom Superbad Chess Classic. Ciao.